Wenn jetzt die eine oder andere gemacht hat, ja, und was hat jetzt das mit Bildung zu tun? Ja, Bildung heißt ja nicht nur Schulbildung, sondern wenn man etwas anderes tut, entsteht auch ein anderer Bezug, Realbezug und somit auch ein anderes Denkmuster. Und es gibt eigentlich nichts Schlimmeres wie die Menschen, die ständig sagen, das wird sie nicht mehr erleben, dass da mal friedlich wird oder dass leider mal umdenken. Dann sage ich, das habt ihr auch schon so oft gesagt, ihr seid die Ersten, die uns nachlaufen, wenn wir es tun. Und darum gibt es nichts Gutes, außer man tut es. Und wenn man es dann hinstellt und merkt, dass es nicht in Rivalität und Konkurrenz steht, sondern das sowohl als auch fördert und nicht das entweder oder, dann kehrt sowas ein, das nennt man Frieden, Ausgeglichenheit, Harmonie. Und ich bin sehr froh und dankbar dafür, dass wir heute einen Experten für diese Thematik Frieden da haben, nämlich den Gründer der Friedensakademie in Linz, an Paul Ettel, dem ich nahtlos das Wort weiterreiche. Bitte, Paul. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Mein Name ist Paul Ettel, wie der Manfred gesagt hat. Ich komme jetzt aus Linz, habe aber einen großen Teil meines Lebens in Salzburg verbracht. Ich habe in Linz materiert, bin dann anschließend dahergekommen aus Salzburg an die Uni und habe dann 26 Jahre in Salzburg gewohnt, von Salzburg-Stadt über Hallein und Eigendorf und Verlassing und Wals, überall war ich 26 Jahre lang. Und darum verbinde ich mich auch mit dem Augustiner-Paulstübel einiges an Erlebnisse und dann freue ich mich, dass ich heute da sein kann. Ja, wie der Manfred schon gesagt hat, habe ich mit einigen Freunden gemeinsam vor einigen Jahren die Friedensakademie gegründet. Ich habe mich seit 40 Jahren mit Frieden, mit dem Frieden beschäftigt. Ich habe da in Salzburg eigentlich Mathematik studiert. Neben Zeitstudium war Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Friedensforschung. Und habe dann mein ganzes Leben immer wieder mit Friedensorganisationen zu tun gehabt. Und ich habe dann einfach immer wieder eins erlebt, eigentlich will jeder Mensch einen Frieden. Das ist eine Sehnsucht von jedem Menschen, dass man Frieden will. Da habe ich keinen gefunden, der sagt, ich möchte einen Unfrieden haben. Aber viele Menschen gefunden, die gesagt haben, ich möchte was tun für den Frieden. Und dann war aber die Frage, na, was kann ich denn tun? Da wird es schwieriger. Ne? Und so hat es dann 2010 ein Projekt ergeben, wie gesagt mit einigen Freunden gemeinsam, dass wir gesagt haben, wir machen eine Friedensakademie. Eine Friedensakademie, in der man einfach auch lernt, was gehört zum Frieden dazu. Wie schafft man nachhaltigen Frieden? Und die Friedensakademie ist keine Antikriegsakademie, sondern wir gehen nach dem Spruch von Spinoza, ein niederländischer Philosoph aus dem 17. Jahrhundert, der gesagt hat, Friede ist nicht die Abwesenheit von Krieg, Frieden ist eine Tugend, eine Geisteshaltung, eine Neigung zur Güte, Vertrauen und Gerechtigkeit. Das ist unser Zugang zum Thema Frieden. Das heißt, die Friedensakademie ist keine Antikriegsakademie und wir beschäftigen uns nur am Rande, sage ich einmal, mit dem äußeren Frieden, mit dem militärischen Frieden, mit dem politischen Frieden, sondern wir beschäftigen uns mit der Frage, wie kann Friede überhaupt entstehen oder wie kann Friede erhalten bleiben, wie kann nachhaltiger Friede entstehen. Und so glauben wir, dass es zum Frieden ein paar Aspekte gibt, die ganz wichtig sind. Das beginnt einmal in der Familie. Familienwerte und Friedenserziehung ist ein ganz wichtiger Aspekt für nachhaltigen Frieden. Kinder sollten eigentlich schon lernen, das haben wir schon bei der Bildung, wie man Frieden macht, wie man in Frieden lebt. Das ist ein Thema, das kann man in der Familie lernen, das kann man in der Schule lernen, aber es gehört einmal gelehrt, es gehört den Kindern auch wirklich gesagt und beigebracht. Also Familienwerte und Friedenserziehung ist das erste Thema. Das zweite Thema, oder die zweite Säule, sage ich immer, in unserer Akademie ist das Thema der Friede zwischen Religionen. Wir alle wissen, dass die Konflikte zwischen Religionen immer wieder zu Unfrieden führen, zu Krieg führen. Und daher ist der Dialog zwischen Religionen ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, um nachhaltigen Frieden zu schaffen.
Frieden zwischen Menschen kann es nur geben, wenn es Frieden zwischen Religionen gibt. Frieden zwischen Religionen kann es nur geben, wenn es ein Gespräch, einen Dialog zwischen Religionen gibt. Darum bemühen wir uns sehr um diesen Dialog zwischen Religionen als zweite Säule der Friedensakademie. Die dritte Säule ist dann die werteorientierte Wirtschaft. Viel Unfrieden und viel Konflikte entstehen natürlich durch wirtschaftliche Probleme oder durch Machtkämpfe in der Wirtschaft, durch Gier und Geiz. Und leider ist heute in der Wirtschaft diese Motivation oft viel mehr da und wird auch sogar in der Werbung, die berühmte Geiz-ist-Geil-Geschichte, so propagiert. Aber eigentlich ist es nicht das Wesen der Wirtschaft. Wirtschaft funktioniert eigentlich anders. Und Wirtschaft, und das haben wir wieder beim Thema wir gemeinsam so funktioniert, dass eigentlich zum Wohl aller da ist, dann ist es eine werteorientierte Wirtschaft und mit dem beschäftigen wir uns auch. Aber die Basis für jeden Frieden ist der Frieden in mir. Wenn es die Menschen nicht schaffen, in sich selbst Frieden zu finden, dann wird es keinen Frieden in der Familie geben, dann wird es keinen Frieden in der Zwischenreligion geben, dann wird es keinen Frieden in den Firmen oder zwischen Firmen in der Gesellschaft geben. Darum sind das die vier Bereiche, mit denen wir uns in der Friedensakademie beschäftigen, die unser Thema sind, wo wir sagen, das sind die Bereiche, die für nachhaltigen Frieden wichtig sind. Und vielleicht fällt euch auf, da kommt das Thema Politik eigentlich gar nicht vor, da kommt das Thema Krieg nicht vor. Uns geht es, wie gesagt, um den nachhaltigen Frieden, der aus uns, in uns und aus uns beginnt. Was tun wir dafür? Andererseits haben wir Vorträge und Seminare zu dem Thema. Andererseits machen wir Ausstellungen. Wir haben zum Beispiel eine Ausstellung zum Thema Weltethos. Das ist das Projekt von Hans Küng, wo er sagt, dass eigentlich alle Religionen die gleichen ethischen Grundsätze haben. Schon mehrfach gezeigt. Wir haben voriges Jahr Ausstellungen gezeigt über Martin Luther King. Wir haben heuer Ausstellungen gezeigt über Mahatma Gandhi in Luster von Attersee und in Linz im Rathaus. Wir machen Symposien und Kongresse. Wir haben zum Beispiel ein Bildungssymposium schon 2012 gehabt in Linz, in Oberösterreich, auch mit einer Bezirksschulinspektorin und alternativen Erziehern, also Freilernern und so weiter. Diese Symposien und Kongresse machen wir dann meistens mit Partnern, mit dem Familienforum Österreich, haben wir den Bildungskongress gemacht und heuer im Frühjahr haben wir einen Wirtschaftskongress zum Thema Wertekultur 2014 gemacht mit dem Verein Wertevoll Leben, über den jetzt nicht nur mehr hören, da wird dann der Günther Becher noch drüber erzählen. Was wir auch machen, sind Fact-Finding-Tours. Wir waren 2012 zum Beispiel in Prag mit einer Gruppe von Leuten auf den Spuren von Bertha von Sutten und Johannes Kepler. Also das sind solche Tätigkeiten, die wir machen, wo es darum geht, wie kann man nachhaltig Frieden schaffen. Dann sind wir eben auch im Bereich der Wirtschaft aktiv. Wie gesagt, der Aspekt der werteorientierten Wirtschaft liegt uns sehr am Herzen. Und da unterstützen wir eben Projekte der werteorientierten Wirtschaft, wie zum Beispiel Projekte der solidarischen Ökonomie. Wir gemeinsam ist so ein Beispiel, wo wir uns als Friedensakademie auch aktiv einbringen. CSR-Projekte, Gemeinwohlökonomie-Projekte und so weiter. Wir machen Filmvorführungen, wir haben einen Film gemacht über Rudolf Steiner, österreichische Erstaufführung dieses Films. Wir haben die österreichische Erstaufführung eines Films gemacht, der heißt Within the Eye of the Storm, über einen Palästinenser und einen Israeli, die haben beide Kinder verloren im Krieg, haben aber dann doch gemeinsam für den Frieden gearbeitet. Sehr schöner Film. Ich habe jetzt leider nicht Zeit, mehr darauf einzugehen. Was machen wir sonst noch? Wir bauen eine Bibliothek auf, wir machen Studien, wir machen Publikationen, wir machen kulturelle Veranstaltungen und vor allem auch sind wir tätig im Bereich der Unterstützung der Friedensgemeinden. Es gibt einen internationalen Verein, Mayors for Peace, Bürgermeister für den Frieden, der ist gegründet worden vom Bürgermeister von Hiroshima. Jeder von uns weiß, was Hiroshima ist. Und der Bürgermeister von Hiroshima hat diesen Verein gegründet. Inzwischen sind über 6000 Gemeinden und Städte in Österreich mit dabei. Ich überlege gerade, wer in Salzburg dabei ist. Salzburg-Stadt ist dabei, ich glaube, Zell am See ist dabei, Saalfelden ist dabei. Also es gibt 7 oder 8 Gemeinden im Land Salzburg, die da dabei sind. In Österreich sind es ungefähr 110 Gemeinden insgesamt. Für die haben wir auch ein Angebot und für die sind wir auch tätig. Und
dann sind wir auch tätig im Bereich Projekt Weltethos. Jetzt vorher schon kurz erwähnt, Projekt Weltethos ist ein Projekt von Hans Küng, wo er eben zeigt, dass eigentlich alle Religionen die gleichen ethischen Grundsätze haben. Da gibt es Ausstellungen, da gibt es sogar ein, das ist relativ neu, ein Projekt Weltethos Schule. Ich war gerade vor zwei Wochen bei der Generalversammlung der Stiftung Weltethos in Wien und habe gehört, dass dieses Projekt Weltethos Schule, das wird erst seit ungefähr einem Jahr gibt, auch schon eine österreichische Schule hat. Und wo glaubt ihr, die ist? In Salzburg. Die Volksschule Lehen 2 ist die erste österreichische Weltethos-Schule. Ich habe leider noch keine Zeit gehabt, Kontakt dorthin zu machen, aber es freut mich ganz besonders, dass Salzburg da wieder in der Beziehung auch so einen Weg geht. Ganz neu, oder eigentlich noch nicht wirklich umgesetzt, ist das nächste Projekt, ein Lehrgang nachhaltige Friedensarbeit. Da wollen wir auch in den Bereichen, wo wir in der Friedensakademie tätig sind, jetzt vorher gesagt, mit den drei Säulen und dem Fundament, entsprechend einen Lehrgang anbieten. Und damit wieder zum Thema Bildung, wo wir heute einen Schwerpunkt haben. Ein Lehrgang der Friedensakademie soll so sein, dass aus diesen Bereichen, aus diesen vier Kernbereichen, die ich vorher erwähnt habe, Kurse, Seminare, Workshops absolviert werden. Jedes Workshop hat dann je nach Länge eine bestimmte Punkteanzahl und wenn jemand diesen Lehrgang der Friedensakademie absolvieren will, dann muss er in Summe 400 Punkte sammeln. Und zwar 70 Punkte aus dem Bereich Familienwerte und Friedenserziehung. Das sind dann so Themen wie Kommunikation, gewaltfreie Kommunikation, Soziokratie, systemisches Konsensieren, Partizipation, Friedenspädagogik, Elternführerschein, Generationendialog. Also wir sind da dabei, eine ganze große Palette von Workshops, Seminaren, Vorlesungen anzubieten. Weniger oder nicht alle alleine als Friedensakademie, sondern in Kooperation mit anderen Anbietern, werden wir dann gleich sehen. Und wer jetzt diesen Lehrgang Friedensakademie absolvieren möchte oder durchlaufen möchte, der sucht sich halt zwei, drei Seminare oder Workshops zum Beispiel aus dem Bereich einmal aus. Beispiel dreitägige Seminare über gewaltfreie Kommunikation. Genauso eben dann der Bereich Dialog zwischen Religionen. Da ist das schon genannte Projekt Weltethos natürlich ein Thema, wo man einen Lehrgang machen kann. Vergleiche in Religionswissenschaft, dann die einzelnen Weltreligionen überhaupt, bis hin zu den religiösen Minderheiten, die es gibt, auch in Österreich. Aber auch so Sachen, die dann ein bisschen Schmunzeln machen, Musik der Religion, Essen der Religionen, sind Sachen, die interessant sind und wo man einfach sieht, wie Religionen miteinander nebeneinander leben und miteinander leben können. Der dritte Bereich ist dann der Bereich der werteorientierten Wirtschaft. Ich habe schon gesagt, da gehören die Sachen dazu wie CSR, also Corporate Social Responsibility. Da gehört dazu das Projekt Gemeinwohlökonomie. Ich selbst bin gerade in dem Bereich sehr aktiv, ich war selbst 30 Jahre Unternehmer und habe daher im Bereich der Wirtschaft einiges an Erfahrung, was ich mit einbringen kann. Darum ist das Thema Gemeinwohlökonomie für mich persönlich ein sehr wichtiges Thema, da ich selbst da Vorträge und Kurse habe. Oder eben Sachen wie Geldsysteme, Tauschsysteme, am Markt kennen wir gemeinsam, solidarische Ökonomie, Gemeinschaftsgärten, also alles, was da in diesem Bereich der neuen alternativen Wirtschaftssysteme reingehört, könnte da ein Thema sein für einen Lehrgang, den man dann in der Friedensakademie besuchen kann oder im Rahmen des Lehrgangs der Friedensakademie absolvieren kann. Und zu den Prinzipien des Friedens und der Friede in mir können natürlich auch Sachen, da geht es wirklich darum, in sich selbst den Frieden zu finden oder Menschen zu helfen, in sich selbst den Frieden zu finden. Und da gehören dann Sachen dazu wie Meditation, Yoga, Filmabende, Selbsterfindung, Berufungsfindung, Visionsarbeit bis hin zum Thema Atmung, Stimme und Glück oder allgemeine Prinzipien des Friedens. Das sind Sachen, die wir, wie gesagt, als Friedensakademie dann anbieten wollen. Das heißt, wenn jemand diesen Lehrgang besucht, dann besucht er solche Seminare, kann sich, wie gesagt, auswählen, was er konkret machen will, aus jedem Bereich mindestens zwei. Dann hat man halt insgesamt ungefähr
300 Punkte. Um die 400 Punkte zu erreichen, muss man dann entweder in jedem Bereich noch was dazu machen oder sich einen Schwerpunkt setzen und sagen, wir müssen den Schwerpunkt Werte und die Wirtschaft machen oder einen Schwerpunkt gewaltfreie Kommunikation und da halt weitere Seminare machen. Dann gehören dazu praktische Arbeit, das sind Friedenseinsätze, das sind soziale Einsätze, das sind Einsätze Hilfsorganisationen, ob das Kreuz, Feuerwehr und ähnliches, was dann da sehen kann. Und dann gibt es ein Abschlussgespräch. So ist der Lehrgang der Friedensakademie geplant. Geplant sage ich deswegen, ja, das sind die Beispiele für die praktische Arbeit, geplant sage ich deswegen, weil es, ich glaube, wir sind gerade davor, den zu beginnen. Ich habe jetzt vor, bis Weihnachten das Konzept so fertig zu machen, dass ich dann ab Weihnachten ein Prospekt machen kann und im März wollen wir anfangen, das wirklich zu bewerben und zu vertreiben. Das heißt, ihr seid jetzt wirklich die Ersten, die überhaupt von dem öffentlich lernen. Bis jetzt habe ich nur mit meinen Mitarbeitern darüber geredet und mit denen, die halt Kooperationspartner sind, heute erzählt zum ersten Mal von diesem Lehrgang. Also habt ihr ein ganz besonderes Privileg heute. Jetzt im Schnelldurchgang einfach ein paar, das hat Übersicht, was das für Lehrgänge sein können. Zum Beispiel eben, also was das für Kurse sein können. Zum Beispiel zum Thema gewaltfreie Kommunikation. Da gibt es das Ehepaar Nikola und Thomas Abler in Kremsmünster, Oberösterreich. Die halten schon seit vielen Jahren Kurse und Seminare, meistens in der Spesakademie oder in Kremsmünster direkt, und bieten solche Seminare an. Und zum Beispiel so ein Grundkurs für Einsteiger mit 39 Wochenstunden, 3 Wochen in so je 13 Stunden oder 13 Abende zu je 3 Stunden, ist dann ein, so ein, eine Komponente mit 40 Punkten und hat, damit hat man ungefähr die Hälfte von diesen 70 Punkten, die man in dem Bereich Familienwerte und Friedenserziehung machen sollte. Also einige Beispiele zum Thema gewaltfreie Kommunikation. Die Barbara Strauch ist vielleicht auch einigen von euch bekannt, das ist die Spezialistin in Österreich zum Thema Soziokratie. Die bietet auch Lehrgänge an, auch mit der Amazon-Partnerschaft, dass Leute, die ihre Kurse besuchen, dann das angerechnet kriegen im Lehrgang der Friedensakademie. Oder systemisches Konzilien, Corporate Social Responsibility, Unternehmensführung allgemein. Im Thema Atem, Stimme, Lachen, Glück, Selbstfindung und Berufungsfindung. Da sind unter anderem auch dann Leute dabei, die dann speziell eben aus diesem Kreis von wertvoll Leben kommen, über den Günter Behrm dann noch reden wird. Ja, das sind so, das ist ungefähr der Ablauf. Das heißt, wer so einen Lehrgang machen will, inskribiert bei uns. Das heißt, meldet sich an als Student der Friedensakademie, zahlt damit einen Beitrag, kriegt den Studienausweis und dafür kriegt er dann all diese Kurse mit entsprechendem Rabatt. Kann dann unsere Bibliothek benutzen, kann unsere Räumlichkeiten benutzen und so weiter und kriegt am Schluss dann ein Zertifikat. Wir werden auch eine Einstiegsvariante anbieten, da man sagt, wir müssen einfach nur ein bisschen probieren. Wir sind die 400 Euro Ziel, ich weiß nicht, ob das wirklich was für mich ist. Dann kann man mal mit einer kleinen Variante einsteigen, sollte man nur 20 Euro. Kriegt einen Studienausweis, der halt dann ein Jahr gilt und wo man dann immer 3 Seminare machen kann. Ja, der Lehrgang, wie gesagt, ist als der erste, der seit Jahren starten wird, jetzt mit März 2015. Anmeldungen sind sofort möglich, das heißt, wenn es frei ist, der sagt, das ist toll, das sowas möchte ich machen, dann nehme ich halt gerne die Adressen schon mit. Zum Schluss nur die Frage, wie, wann sie sagt, die Friedensakademie, ja, das ist wirklich was Geiles. Sowas brauchen wir, sowas braucht die Welt, sowas braucht die Gesellschaft. Wie können Sie uns helfen? Natürlich suchen wir immer Mitarbeiter. Mitarbeiter, die uns helfen, mit Links eine Karte austeilen, die uns helfen, Einladungen austeilen. Wir suchen aber auch viele Mitarbeiter, die uns helfen, die online mitarbeiten. Kommt vor, wie das da halt auch. Es ist mir schon klar, es ist schwer, von Salzburg nach Linz zu fahren und da was mitzuarbeiten. Aber viele Tätigkeiten, die zu machen sind in der Friedensakademie, sind eigentlich online möglich. Also wer da Interesse hat, kann sich auch hier in Salzburg melden. Finanzielle Unterstützung, klar, brauchen wir immer. Unser Spendenkonto steht auf der Webseite.
Wir haben gerade jetzt auch ein Projekt bei Respekt laufen, das ist eine Crowdfunding-Plattform, weil wir gerade ein neues Büro gekriegt haben in Linz, wo wir einiges an Geldern brauchen. Und jetzt kommen wir wieder zu dem zurück, was wir gerade vorher von Andreas gehört haben. Die Friedensakademie ist Kooperationspartner von Wir gemeinsam. Das heißt, nicht nur, dass wir die Idee unterstützen, weil es einfach in dem Gedankengut von einer werteorientierten Wirtschaft drinnen ist, eigentlich genau das ist, was wir als werteorientierte Wirtschaft uns vorstellen, sondern wir sind auch Kooperationspartner, das heißt, man kann unsere Angebote, unsere Seminare mit Zeitscheinen zahlen. Wir zahlen auch Leute, die sagen, ich helfe euch gern, aber ich kann es nicht alles ehrenamtlich machen, ich möchte ein bisschen was haben davon, die zahlen wir dann alle mit Zeitscheinen. Und darum sind wir natürlich auch froh über Zeitspenden. Das heißt, Andreas hat das ja gesagt, man kann solche Zeitscheine auch spenden und da sind wir gerne annehmen, solche Zeitspenden. Also wenn Sie oder wir gemeinsam in Salzburg dabei sind und eine Friedensakademie Zeitspenden wollt, Andreas sagt euch, wie das dann geht, wie Sie sich da weisen können. Und wir haben dann wieder die Möglichkeit, Leute, die uns in Linz im Büro helfen, mit diesen Zeitscheinen zu bezahlen. Eine Geschichte, die ich auch noch kurz erwähnen möchte, sind die Bücher. Eine Akademie hat natürlich auch die Aufgabe, eine Bücherei zu machen, entsprechendes Informationsmaterial zur Verfügung zu stellen und daher sind wir dabei, eine Bücherei aufzubauen. Aber Bücher kosten halt Geld und Geld haben wir keins. Also was dann noch? Jetzt haben wir uns etwas einfallen lassen, was wirklich sehr gut ankommt, und zwar nennt sich das Booksharing. Das heißt, viele von uns, ich glaube mal jeder von euch, hat schon einmal interessante, tolle Bücher gelesen. Zum Thema Frieden, zum Thema Nachhaltigkeit, zum Thema Erziehung, zum all die Themen, die wir da jetzt besprochen haben. Dann haben wir die Bücher gelesen und dann stehen die im Regal. Ich habe auch viele Bücher gelesen, ich habe viele Bücher gehabt und die jeden mal übersiedeln, ich bin öfter übersiedelt. Oder von meiner Frau geschimpft gesagt, jetzt haben die Bücher, müssen wir die Bücher schon wieder mitschleppen. Oder jetzt muss ich die Bücher schon wieder abstauen. Weil halt Bücher, die man mal gelesen hat, stehen dann oft im Regal. Wegschmeißen will man sicher nicht, weil sie wertvoll sind, weil sie uns selbst was geholfen haben. Was tun wir damit? Darum haben wir jetzt das Konzept des Booksharings aufgelegt, erfunden haben wir es nicht, aber genutzt. Das heißt, wenn jemand Bücher hat, wo er sagt, das sind eigentlich gute Bücher, die zu diesen Themen passen, dann freuen wir uns darüber, diese Bücher als Dauerleihgabe zu kriegen. Das heißt, wenn Sie Bücher habt und uns die gibt, dann kommen die in unsere Bibliothek und kriegen ein Pickel drauf, wo drauf steht, dieses Buch ist Eigentum von so und so, Max Müller. Das Buch bleibt euer Eigentum. Wann immer ihr das Buch wieder haben wollt, in der eigenen Bibliothek, könnt ihr es anrufen und wir schicken es sofort wieder zurück. Aber in der Zwischenzeit, wo es ihr nicht braucht, wo es ihr nicht lest, stehen die Sachen in unserer Bibliothek und können daher von anderen Leuten genutzt werden, die vielleicht die Bücher nicht kennen oder halt auch kein Geld haben, sich Bücher zu kaufen. Also das ist, wie gesagt, unser Konzept unserer Friedensbibliothek, die wir in unseren Räumlichkeiten haben. Ja, weitere Informationen auf der Webseite natürlich. Wir schicken einmal im Jahr einen Newsletter aus. Also den Newsletter kriegen wir bitte einfach eine kurze E-Mail an info@friedensakademie.at oder auf der Webseite zum Newsletter anmelden. Und damit bedanke ich mich. Ich habe meine halbe Stunde, glaube ich, ziemlich genau eingehalten. Bedanke ich mich und für Fragen kann man dann noch schön nachher zur Verfügung. Dankeschön. Lieber Paul, herzlichen Dank für deine sehr interessanten Ausführungen und die Vorstellung dieser wunderbaren Idee. Ich kenne die Friedensakademie ja schon von den Anfängen her und das, glaube ich, ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass nicht nur so komische Geschichten jetzt sich uns offenbaren, die von unten so aufgängen, die Tore gehen auf und es kommt irgendwas raus, was wir uns schon überdenkt haben, aber befürchtet haben, und es ist tatsächlich so. Sondern das ist ein typisches Beispiel, wie sich eine idealistische Idee jetzt erdet und wie Frieden begreifbar, anfassbar, studierbar wird für jeden auf seiner eigenen Fasson. Und ich finde, dass das eine voll
geniale Geschichte ist. Vor allem auch mit diesem Schulterschluss zu Wir gemeinsam, zu Wertevoll leben, wo wir jetzt dann auch gleich noch was hören würden.